Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Geehrte Geschwister im Islam, und wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala, wir möchten heute in diesen paar gezählten Minuten, und die Zeit verstreicht schneller, als es uns lieb ist, über ein wichtiges Thema sprechen, denn der Islam ist überall in der Presse. Und mein Thema an meine geehrten Geschwister ist heute: Soll diese Religion eine Religion des Terrors sein? Wir werden bi'idhnillahi samiyyil alim Beweise liefern, wo uns von der Religion geboten wurde, zu der niedrigsten Schöpfung barmherzig zu sein. Wie ist das dann gegenüber Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala geehrt hat? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Muslime nicht alleine gelassen mit wichtigen Fragen, sondern er offenbarte uns von denjenigen, die den Islam hassen. Und wenn ich sage, den Islam hassen, dann meine ich nicht einen jeden Nicht-Muslim. Aber im Allgemeinen ist dieses der Fall. Im Koran ist dieses eine Ansprache, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal hat uns das Innerste von Leuten offenbart, wie sie uns gegenüberstehen. Obwohl wir nicht dieselben Empfindungen ihnen gegenüber haben. Denn ein Muslim, er sehnt sich für jeden die Rechtleitung. Wallahi al-Azim, ein Muslim, der an Allah subhanahu wa ta'ala richtig glaubt, er ersehnt für jeden die Rechtleitung. Lieber ist es ihm, dass jemand mit der Rechtleitung stirbt, als dass er als Irregehender stirbt und sein Ausgang ist nur der Ausgang der Verlierer. An-Nar, die Hölle, möge Allah azza wa jal uns alle davor bewahren. Allahumma amin. Allah Azza wa Jal sagt uns: Wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Viele Leute der Schriftbesitzer wollen, nachdem ihr Muslime den Glauben angenommen habt. Was wollen sie, ja Allah? Sag es uns. Und du bist derjenige, der die Menschen erschaffen hat, ihre Herzen erschaffen hat, und du kennst das Innerste ihrer Brüste. Allah Azza wa Jal sagt, viele Leute der Schriftbesitzer, viele, wollen, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, euch vom Glauben wieder abbringen. Allahu Akbar. Warum? Ja Allah, gibt es eine Antwort darauf? Hasadan. Min indi anfusihim, aus Neid. Neid! Sie sind neidisch auf euch. Warum? Ihr habt die Religion der Wahrheit und der Rechtleitung. Sie sind neidisch darauf. Wallahi, wir sind doch die Letzten, die sagen, wir bleiben in einem geschlossenen Kreis und keiner kann unsere Religion annehmen. Nein! Jeder hat die Möglichkeit, sich der Rechtleitung zuzuwenden und ein Leben für Allah zu leben, um zum Schluss das ewige Paradies zu bekommen. Allahumma rizukna al-Jannah wa ja'alna min ahliha, ya Rabbal Alamin. Jeder, diese Tür ist offen in unserer Religion. Es gab Leute, die den Islam abgrundtief gehasst haben, die den Islam bekämpft haben. Und jetzt siehst du, wie sie den Islam an diesen Tagen verteidigen, wo die Welt aufsteht und das Bild der Muslime aufzeigt, als wären sie Dämonen, Teufel, walayadu billah. Diese Leute, die den Islam gehasst haben, stehen jetzt auf, weil Allah ihr Herz recht geleitet hat. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Und den, dessen Herzen Allah Azza wa Jal recht leitet, und den, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, das ist die Basis, so wird Allah sein Herz recht leiten. Das ist die Folge, wenn du ein gesundes Herz hast, dass Allah azza wa jal dich recht leiten muss. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns an einer anderen Stelle ebenfalls:
wie sie uns gegenüberstehen, speziell diese Leute, die uns hassen, uns Muslime hassen und uns am liebsten tot sehen würden. Allah Azza wa Jal sagt, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَا. Sie möchten, dass ihr Unglaube begeht, ihr Muslime, ihr Gläubigen. Wer? Sie. Die Nicht-Muslime, die den Islam hassen. Sie möchten, dass ihr Unglaube begeht, so wie sie ungläubig sind, damit ihr gleich seid. Damit ihr gleich seid. Sie sind nicht zufrieden damit, dass eine Gruppe rechtgeleitet ist, während sie in der Irre sind. Das passt ihnen nicht, aber sie wollen auch nicht den Islam annehmen. Eine weitere Aya. Allah Azza wa Jal sagt, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Allah Azza wa Jal sagt, offenkundiger Hass ist aus ihren Mündern schon verlautet klar geworden. Wir haben die Wörter gehört an diesen Tagen. Einer will den Islam verbieten in seinem Land. Der andere sagt, wenn eine muslimische Frau nur zu einer weiblichen Ärztin geht, das werde ich unterbinden in meinem Land. Unterbinden, subhanallah. Wallahi, es gibt viele nicht-muslimische Frauen. Sie sind auch nicht gewillt, zu einem männlichen Arzt zu gehen. Aber hier seht ihr den tiefen Hass, den Allah uns beschreiben will. Einer will den Islam allgemein unter Strafe stellen in seinem Land. Das sind die Wörter, die wir heute hören. Warum? Allah sagt, offenkundiger Hass ist aus ihren Mündern herausgekommen, klar geworden. Aber was in ihren Herzen versteckt ist, ist weitaus schlimmer. Jani, was denkst du, wenn sie diese Wörter sprechen, die wir hören, was haben sie in ihren Herzen? Wenn einer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einer Bombe auf den Kopf malt, was hat er in seinem Herzen? Das ist nur ein Ausdruck von dem, denn die Zunge schöpft, was das Herz beinhaltet. Aber was ist tatsächlich in ihren Herzen? Nur Allah kennt dieses. Möge Allah uns überall schützen, wo auch immer wir sind. Allahumma amin. Das ist die Einleitung, liebe Geschwister. Was will ich euch sagen? Ich möchte euch mit dieser Einleitung sagen, wir haben Leute, die sich uns zuwenden, nicht in Liebe und in Besonnenheit, sondern diese Islamhasser speziell, nochmal, ich rede nicht über alle Nicht-Muslime, diese Islamhasser speziell würden uns am liebsten tot sehen. Wo ist dein Beweis, ja Abu al-Bara? Höre, was Allah Azza wa Jal sagt. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden euch so lange bekämpfen, bedeutet bis Yawmul Qiyamah. Denn so lange wird der Kampf zwischen Gut und Böse vorangehen. Sie werden euch so lange bekämpfen, Allah sagt nicht töten. Bekämpfen, warum ja Allah? Damit wir sterben? Bis ihr euch von eurer Religion abgewandt habt, bis ihr eure Religion verlassen habt. In istata'u, sagt Allah Azza wa Jal, wenn sie es können, aber Allah Azza wa Jal wird sie daran hindern. Daher versteht erstmal die Sache. Wir sollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Aber was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe als Muslime ist, diesen Leuten aufzuzeigen, nicht, weil wir uns rechtfertigen wollen. Und ich möchte das bitte verstanden haben. Wir müssen uns vor niemanden rechtfertigen. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Sprich, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung Allahs. Wofür sollen wir uns entschuldigen? Dass wir der Rechtleitung Allahs folgen? Ist das eine Entschuldigung bei Allah? Nein. Aber wir wollen klar machen, weil viele Leute speziell in westlichen Ländern geblendet werden von den Medien und von den Politikern, dass der Islam eine barbarische Religion ist. Deswegen müssen wir aufklären, damit diese Leute ein besseres Verständnis haben, wer wir sind. Und ich möchte beginnen, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Allahu Akbar. Die Barmherzigkeit Allahs ist nah, das ist eine frohe Botschaft für dich, o Diener Allahs, für die Gutestuenden, diejenigen, die der Rechtleitung Allahs folgen und gute Taten machen. Ist nah. Morgen könntest du sterben. Übermorgen könntest du sterben. Ich sage dir von der Mimba des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, as-Sadiq, al-Masduq, der uns nicht angelogen hat.
dass er sagte, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Diejenigen, denen Barmherzigkeit zuteil werden wird, der Allerbarmer Allah, eines seiner schönsten Namen. Lerne die Namen von Allah Azza wa Jal kennen. Er wird mit ihnen barmherzig sein. Schlusspunkt, aus, fertig. Was sagte er danach, alayhi salatu wassalam? Irhamu man fil ard. Seid barmherzig mit denjenigen, die auf der Erde sind. Terror? Ist das eine terroristische Religion? Seid barmherzig mit denjenigen, mit allen, die auf der Erde sind. Yarhamukum man fis sama. So wird derjenige, der über den Himmeln ist, Allah Azza wa Jal, so wird er mit euch barmherzig sein, wenn ihr barmherzig zu den Leuten auf der Erde seid. Alle! Terror. Subhanallah. Und ich möchte beginnen, liebe Geschwister, mit ein paar Überlieferungen, die uns deutlich machen, wie diese Religion uns geboten hat, zu der Schöpfung Allahs allgemein barmherzig zu sein. So berichtet Abu Huraira radiallahu anhu an Abi Huraira radiallahu anhu wa arda, annahu qal, dass er sagte, قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما. Eines Tages küsste der Prophet صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه. Höre, damit du verstehst, was Barmherzigkeit in unserer Religion bedeutet. وعنده أقرع ibn Habs. وعنده الأقرع ibn Habs. Und bei ihm stand ein Mann, sein Name war الأقرع. فقال الأقرع, so sagte dieser Mann zum Propheten صلى الله عليه وسلم, nachdem er gesehen hat, dass er diesen Jungen geküsst hat, er sagte zu ihm, إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. Ich habe 10 Kinder. 10 Kinder, o Gesandter Allahs. Niemals habe ich überhaupt einen von diesen Kindern geküsst. Manche Leute sehen das in ihrer Tradition als männlich. Sie sehen das als jemand, der ein zu weiches Herz hat, wenn er Kinder küsst, wenn er mit Kindern spielt, wenn er barmherzig ist zu den Kindern. Als er gesagt hat, ich habe noch nie jemanden, nicht einen einzigen von ihnen geküsst, höre, was die Wörter von dem Wahrhaftigen sind. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham, la yurham. Wer nicht barmherzig ist mit der Schöpfung, so wird auch mit ihm nicht barmherzig verfahren. Wo soll deine Barmherzigkeit kommen? Wo soll deine Barmherzigkeit herkommen? Dass Allah mit dir barmherzig ist, wenn du zu den anderen nicht barmherzig bist. Allahu Akbar. Ein Kuss, der Barmherzigkeit beweist, natürlich. Und viele von uns, verzeiht mir, liebe Geschwister, aber wir sind da, um unsere Religion zu lernen. Traditionen interessieren uns nicht. Nationalitäten interessieren uns nicht. Wir sind Muslime, walhamdulillah. Nichts anderes. Allah Azza wa Jal, er bevorzugt diejenigen, die gottesfürchtig sind. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Wahrlich, bei Allah ist derjenige, der edelste, wer? Der Gottesfürchtigste. Nicht der Araber oder der Türke oder der Kurde oder der Pakistaner. Der Gottesfürchtigste. Merkt ihr das? Das ist unsere Religion. Denn viele Leute, wal'iyadu billah, haben von ihren Eltern und von ihren Großvätern diesen Nationalismus in ihren Herzen übernommen, bis manche diesen Nationalismus bei Allah über die Religion stellen. Kufr, das ist Kufr, nichts anderes. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Aisha radiallahu anha berichtete, an Aisha radiallahu anha wa ardaha, qalat, ja'a arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Ein Wüstenaraber kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wüstenaraber waren diejenigen, die von weit her kamen, liebe Geschwister. So sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, tuqabbiluna as-sibyan, küsst ihr etwa die Kinder? Ist das eine Eigenschaft von euch, von uns nicht? Küsst ihr die Kinder? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ.
Wie soll ich Barmherzigkeit in deinem Herzen hereinmachen, o du derjenige, der du die Kinder nicht küsst und nicht barmherzig mit ihnen bist? Wie soll ich als Mensch die Barmherzigkeit in deinem Herzen hereinmachen, wo Allah dir diese Barmherzigkeit aus dem Herzen genommen hat? Allahu Akbar. Und das ist ein Brief, den ich an meine lieben Geschwister schicke. Wa nuhibbukum fillah. Wir lieben euch für Allah Azza wa Jal. Denke nicht, dass es eine Schwäche ist, ein kleines Kind zu küssen. Herr Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war das beste Beispiel. Wenn er an Kindern vorbeigekommen ist auf der Straße, hat er sie gegrüßt. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Kinder angetroffen hat in der Moschee, die geweint haben, dann hat er das Gebet verkürzt aus Barmherzigkeit der Mutter gegenüber ihrem Kind, welches gerade weint in der Moschee. Und er sagte, ich wollte das Gebet verlängern, aber als ich das Weinen eines Kleinkindes gehört habe, habe ich das Gebet verkürzt. Subhanallah. Terror? Ist das Terror, was man uns in den Medien zeigt? Walayadu billah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal gebetet und Al-Hasan und Al-Hussein radiyallahu anhuma haben auf seinem Rücken gespielt. Und die Sahaba haben sich gewundert, warum er so lange im Sujud war. Sie waren ja hinter ihm und haben gebetet. Subhanallah. Und als er das Gebet beendet hat, so sind sie aufgestanden, die kleinen Kinder, und sie haben sich gewundert, die hinter ihm gebetet haben, die Sahaba radiyallahu anhum. Er sagte, ich wollte sie nicht beim Spielen stören. Allahu Akbar. Ich wollte sie nicht beim Spielen stören. Heutzutage, was sehen wir, liebe Geschwister? Einer hat gelernt, wenn man beim Gebet steht und eine Sutra hat, das heißt einen Gegenstand vor sich, und das ist die Sunna, dass man dieses macht beim Gebet, damit niemand durch die Sutra läuft. So kommt vielleicht ein Kleinkind an ihm vorbei. 3 Jahre, 4 Jahre. Er nimmt das Kind heftig und schmeißt es in die Ecke. Subhanallah, du bist gerade im Gebet und bittest um Barmherzigkeit und bist selber unbarmherzig zu einem Kind. Ja, er darf nicht durch meine Sutra laufen. Er darf nicht durch meine Sutra laufen. Subhanallah, was ist das für eine Barmherzigkeit? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat Kinder geliebt. Sogar hat er geweint, als Ibrahim, sein Sohn, gestorben ist. Geweint. Menschliche Gefühle, liebe Geschwister, das ist Barmherzigkeit. Nicht das, was wir heute sehen, dass Väter, walayadu billah, auch manchmal Mütter, ihre Kinder zusammenschlagen. Die Gelehrten haben gesagt, du darfst Kinder leicht schlagen, mit Voraussetzung. Erstmal nicht, dass das aus Rache ist, weil manche schlagen aus Rache. Er möchte Rache nehmen an seinem Sohn, an seinem 4-, 5-, 6-jährigen Sohn. Subhanallah, er möchte Rache an ihn nehmen. Sie sagen, wenn dieses ein disziplinarisches Schlagen ist, was bedeutet das? Erziehung. Und dieses Schlagen bedeutet mit Voraussetzung, dass du ihn nicht die Knochen brechen darfst, dass du keine Spuren auf seinem Körper hinterlassen darfst, dass du ihn nicht doll schlagen kannst. Ein Schlag, ein kleiner Schlag auf seinem Popo, er versteht. Wallahi, manche Kinder, wenn du ihnen nur einen Blick zuwirfst, ist dieses für sie schlimmer, als wenn du sie geschlagen hättest. So müssen wir unsere Kinder erziehen. Und nochmal, das disziplinarische Schlagen leicht, ganz leicht, was überhaupt nicht wehtut, ist erlaubt. Ist das die einzige Barmherzigkeit? Höre, sogar hat uns diese Religion beigebracht, barmherzig zu den Tieren zu sein. Wer sind die Tiere im Vergleich zu den Menschen? Und ich zeige euch diese Beispiele auf, damit wir verstehen, was diese Religion für einen gewaltigen Wert hat. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anna. Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jamalan. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat eines Tages ein Kamel gesehen. Wa aynahu tadrifan. Während seine Augen getränt haben, er hat geweint. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eine authentische Überlieferung. Das Kamel hat geweint. Schaut mal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Famasaha dhifra, dhifra bidhal. So hat er ihn hier hinter dem Ohr gestreichelt, versackert. So hat sich das Kamel beruhigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist wütend zornig geworden. فقال مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ
Wer ist der Besitzer von diesem Kamel? Liman hadha al-jamal? Wem gehört dieses Kamel? Faja'a fatan min al-ansar wa qala li ya Rasulallah. Dann kam ein Junge von den Ansar und er sagte, mir gehört dieses Kamel, o Gesandter Allahs. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا تَتَّقِ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا. Fürchtest du nicht Allah bezüglich diesem Tier, welches Allah dir gegeben hat, wo dich Allah als Besitzer über dieses Tier erwählt hat? Fürchtest du nicht Allah? Subhanallah, ein Tier, ein Kamel? Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gestreichelt, dieses Kamel, bis es sich beruhigt hat. Er konnte dieses Bild nicht sehen. Und er sagt zu dem jungen Mann, fürchtest du Allah nicht? Bezüglich diesem Kamel? فَإِنَّهُ شَكَ إِلَيْهِ. Denn das Kamel hat sich bei mir beschwert. Allahu Akbar. Hadith ist authentisch, liebe Geschwister. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah hat zu allem die Macht. Er sagte, das Kamel hat sich bei mir beschwert. أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ. Du lässt ihn aushungern, verhungern, gibst ihm nichts zu essen und du lädst die ganze Fracht auf seinen Rücken, so dass er nicht diese Last tragen kann und ermüdet. Subhanallah, ein Kamel. Terror, ist das eine Religion des Terrors, die uns gebietet, zu den Tieren gut zu sein, wie dann zu den Menschen. Lasst uns im zweiten Teil hören, liebe Geschwister, wenn man sogar Tieren etwas antut oder gut zu ihnen ist, was das Ergebnis letztlich ist. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد رأت بغي من بغايا بني إسرائيل كلبا. Einmal sah eine Prostituierte von den Prostituierten von Bani Israel. Und ein jeder von uns weiß, welche Stellung eine Prostituierte bei Allah Azza wa Jalla hat. Denn die Zina ist die drittschlimmste Sünde in unserer Religion, liebe Geschwister. Und obwohl sie so eine üble Stellung bei Allah Azza wa Jalla hat, höre, was sie gemacht hat, nachdem sie diesen Hund gesehen hat. Ra'at kalban, sie sah einen Hund. كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشِ. Er wäre fast gestorben aus Durst heraus. Er war sehr durstig. Und er hat schon mit seiner Zunge geletzt, so dass er bereit war, alles aufzusaugen, was nur feucht war. Was machte sie? فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ. So hat sie ihm etwas zu trinken gegeben, einen Hund. Und daraufhin wurde ihr wegen dieser Barmherzigkeit zu diesem Hund vergeben. Allahu Akbar. Allah hat ihr vergeben. Eine Frau, die so eine üble Stellung hatte, durch diese Tat, die von Ihsan ist, von der Güte ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese recht geleitet, diese Prostituierte recht geleitet und sie hat ein gutes Ende gefunden bei Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Schaut, liebe Geschwister, eine Tat von Ihsan, was sie bewirken kann in der Stellung bei Allah Azza wa Jalla. Wo war diese Frau vor dieser Tat und wo war sie nach der Tat? Und genauso, und ich verschweige es dir nicht, wer schlecht ist zu den Tieren, ihnen sogar einen Schaden zufügt, so soll er lernen, Allah Azza wa Jal ist zornig auf ihn. دخلت امراة النار في هرة حبستها. Eine Frau ging in das Höllenfeuer, weil sie eine Katze eingesperrt hat. حتى ماتت جوعا, bis diese Katze vor Hunger gestorben ist. Allahu Akbar. In das Höllenfeuer? In das Höllenfeuer.
Wallah, ich denke nur darüber nach, wenn manchmal Eid al-Adha ist, das Schlachtfest, wenn wir Tiere schächten gehen, dann sehe ich mit meinen eigenen Augen, wie unbarmherzig manche Leute sind beim Schlachten. Und auch das wurde uns verboten. Sogar, dass wenn du das Tier schlachtest, dass du das Messer nicht diesem Tier zeigst und dass du dieses Tier nicht vor den anderen Tieren schlachtest, weil das Tier hat auch Instinkte. Sie sieht, es sieht, was vor ihren Augen ist. Subhanallah, all das verboten, all das verboten. Damit du barmherzig bist. Und mit eins, zwei Mal schneiden, solltest du die Sache beendet haben. Aber wenn du siehst, wie manche Leute dieses vollziehen, Allahul Musta'an, Subhanallah, ein Tier wurde einem Schaden zugefügt und deswegen ging diese Frau in das Höllenfeuer. Was denkst du jetzt, wenn du einem Menschen etwas antust? Wenn bei einem Tier so eine Strafe auf dem Spiel steht, was denkst du dann, wenn du einem Menschen, sei er auch ein Nicht-Muslim, etwas antust? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor Unrecht bewahren. Und die Tiere haben bei Allah einen großen Wert. Und damit beende ich, liebe Geschwister, an Abi Huraira radiyallahu anhu arda, annahu qal, Abu Huraira radiyallahu anhu, er sagte, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, qarasat namlatun nabiyan minal anbiya. Einmal hat eine Ameise einen Propheten von den Propheten, wir wissen nicht, welcher Prophet das war, gestochen oder gekratzt, wie du es möchtest, gepiekt. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ. So hat dieser Prophet damit anbefohlen, dass die gesamte Landschaft, wo diese Ameisen sich befinden, komplett verbrannt wird. وَمَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. Und niemand darf mit dem Feuer bestrafen, außer der Herr des Feuers, Allah Azza wa Jal. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أي إِلَى النَّبِيِّ. Dann hat Allah Azza wa Jal ihm offenbart diesen Propheten. Allah Azza wa Jal sagt ihm, أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ فَأَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Dass dich nur eine Ameise gepiekt hat, o du Prophet, so hast du daraufhin befohlen, dass die gesamte Landschaft verbrannt wird mit den Ameisen und du hast eine ganze Gemeinschaft verbrannt, die Allah lobpreisen. Die Allah lobpreisen. Die Ameise lobpreist Allah. Alles, was zwischen Himmel und Erde ist, lobpreist Allah. Deswegen sollte man sich schämen, wenn man Allah Azza wa Jal nicht lobpreist, nachdem eine Ameise, die nicht ein Verstand hat, Allah Azza wa Jal lobpreist. Allahumma ighfir lana dhunubana, diqqaha wa jillaha, awwalaha wa akhiraha, alaniyataha wa sirraha. Allahumma ighfir lana dhunuba allati tunzilu an-niqam. والتي تنزل البلاء والتي تقطع الرجاء والتي تحبس الدعاء اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم يا حفيظ احفظنا بحفظك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين